Jetzt. Ich bin echt gespannt. Gucken wir mal, ob der Nikolaus was da gelassen hat. Mhm. Mama, noch nicht. Willst du gucken? Ja. Ja, komm, guck. Zusammen, welche Schuhe an? Was hier weiß. Was? Schau. Was ist das? Was? Wow. Oh, echt? Sogar Quetschis. Das ist für Kaya. Hat der Nikolaus an Kaya gedacht? Weil Mama auch den Schuh hingestellt hat von Kaya. Ach so. Für Kaya ist auch was da. Cool, und was ist für dich da? Schau mal. Oh, ich glaube, das ist für dich. Ja, da schau mal. Auch für Kaya? Ja. Das ist voll super. Der Nikolaus, das ist auch für mich. Schokolade. Oh. Auch für so mich. Viel. Wow, jetzt haben wir her. Das ist für euch. Bufi. Oh. Schaffst du das? Ja. Cool, ich würde sagen, du darfst mal deine Sachen mit hochnehmen. Hier. Das sind Kajas. Wie super hat der Nikolaus an Kaya gedacht. Oh Gott, es ist dunkel. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Lori ist im Kindergarten. Heute ist ja Nikolaustag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nikolaustag. Das ist jetzt Loris erster offizieller Nikolaustag, wo sie es auch richtig checkt. Die hat heute Morgen auch schon Nikolausgeschenk bekommen. Und heute Morgen musste ich mich aber beeilen, weil sie musste quasi bis 8.30 Uhr im Kindergarten sein. Weil die nämlich heute auch Nikolaus zu sich, also weil Nikolaus kommt und die ihre Stiefel geputzt haben und alles und die haben da auch so ein Nikolaus-Frühstück, also richtig cute. Genau, und jetzt ist es Zeit für mich, meinen Adventskalender zu öffnen. Also, ich habe jetzt 3 Türchen, die ich öffnen darf. Also hier ist schon 6. Sandbuchsoftene. Ist es ein Weichspüler? Hä? Hm, so gut. Ich habe ein Weichspüler. Hier habe ich noch meinen Jo Malone Adventskalender. Da macht Leo immer voll Auge drauf, weil Jo Malone Parfüm sind ja immer so meistens unisex. Eine Kerze, Orange Bitter. Das ist eher so ein, finde ich, ein maskuliner Duft. Orange Bitter. Leo feiert dann richtig. Jetzt nochmal richtig einen wunderschönen guten Morgen. Und Happy Nikolaus. Heute ist Nikolaustag. Jana hat schon ihren Stiefel geleert heute Morgen. Und ich fand es so süß irgendwie, wie sie sich so gefreut hat und auch für Kaya gefreut hat. Weil gestern habe ich noch zu ihr gesagt, ich weiß gar nicht, ob Kaya was bekommt, weil sie hat ja noch keinen Stiefel. Aber wir stellen trotzdem mal ihre kleinen Schüchchen raus. Ehrlich gesagt bin ich, was Nikolaustag angeht, ein bisschen zwiegespalten. Ich habe nämlich gestern extra so Schoko-Nikoläuse halt geholt für die Stiefel. Und die Großeltern haben dann heute Morgen ganz früh auch was dazugestellt. Das waren halt so richtige Geschenke. Und ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war, keine Ahnung, aber zu meiner Zeit gab es das gar nicht. Zu meiner Zeit gab es am Nikolaustag wirklich nur ein Nikolaus. Also wir hatten oft Mandarinen und Walnüsse in den Stiefeln und einen Schoko-Nikolaus vom Aldi. Wirklich so ganz simpel. Und heutzutage, finde ich, ist der Nikolaustag so irgendwie so ein krasser Tag geworden. Also man schenkt den Kindern irgendwie so richtige Geschenke. Und für mich, also das, was jetzt Eliana und Kaya bekommen haben, das wäre für mich jetzt eigentlich schon ein richtiges Weihnachtsgeschenk. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß, das ist nicht nur bei mir so, also bei meinen Kindern so, sondern auch bei vielen anderen Kindern, die kriegen einfach richtige Geschenke. Und ich bin da irgendwie manchmal zwiegespalten, weil ich denke so, finde ich das jetzt gut, dass sie so krass beschenkt werden, also so wirklich so viele Geschenke bekommen, also am Nikolaustag und dann nochmal zu Weihnachten. Ich denke, Eliana wäre auch happy gewesen, nur mit einem Nikolaus, aber andererseits wäre sie vielleicht wieder traurig gewesen, wenn sie dann in den Kindergarten kommt und alle erzählen, was sie krasses an Nikolaus bekommen haben, weil heute Morgen, als sie zum Kindergarten gegangen sind, kam auch direkt eine Freundin von ihr und hat gesagt, Eliana,
ich habe zu Nikolaus eine Glitzertasche bekommen und den Glitzerstift dazu. Ich finde es so krass, das ist ein richtiges Geschenk. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, ob ihr relaten könnt, aber ich finde, ja, der Nikolaustag hat irgendwie überhand genommen. Gleich kommen Kat und Michelle vorbei. Wir werden wahrscheinlich ein Käffchen zusammen trinken, dann halt Kooperationen besprechen, was wir dieses Jahr noch alles machen oder beziehungsweise auch für nächstes Jahr ein bisschen Sachen besprechen. Ich war gestern übrigens beim Arzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bereit bin, darüber zu sprechen, aber ich werde erst, glaube ich, mehr darüber sprechen, wenn ich die Ergebnisse habe. Also mir wurden auch Blut abgenommen und so weiter. Ja, ich erzähle dir einfach, wenn es soweit ist. Heute sollte ich eigentlich den Anruf bekommen. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich war eben bei der Post, habe zwei Pakete zurückgebracht, weil ich weiß nicht, ob die Post gerade überfordert ist. Also ich kann es mir vorstellen. Ich habe über Black Friday so ein paar Sachen bestellt und es kam einfach falsch an. Also zum Beispiel jetzt, ich habe bei About You eine Hose bestellt. Es kam aber statt die Hose, kam irgendein anderes Oberteil. Ich dachte mir, hä? Oder auch jetzt bei Worst Behavior habe ich bestellt. Also statt ein Hemd, was ich bestellt habe, kam eine Hose. Und ich habe dann auch geguckt auf diesem, extra auf meine Bestellung nochmal geguckt, weil ich dachte, habe ich es falsch bestellt? Das kann doch nicht sein, dass es jetzt zweimal vorgekommen ist. Und ich habe es angeguckt und ich habe alles richtig bestellt. Die haben es irgendwie beim Lager irgendwie falsch verpackt. Ja, jetzt habe ich es halt nochmal zurückgeschickt. Ach, ein bisschen nervig. Aber sonst, ja, ich meine, kann mal passieren. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich hoffe, ich kriege meinen Rabatt trotzdem. Weil jetzt ist der Black Friday Rabatt natürlich nicht mehr. Aber ja. Liana ist jetzt zurück vom Kindergarten. Und da im Kindergarten kam auch der Weihnachtsmann, gell? Mhm. Nicht Nikolaus! Der Nikolaus, stimmt. Nicht der Weihnachtsmann, da ist ja ein Riesenunterschied. Was ist der Unterschied zwischen Weihnachtsmann und Nikolaus? Der Nikolaus macht einen Stiefel und einen Sockengeschenk rein. Ja. Und der Weihnachtsmann stellt es unter den Weihnachtsbaum und geht wieder. Ja. Um die Geschenke, die man sich wünscht. Ja. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, habt ihr gehört? Das ist der Unterschied zwischen Nikolaus und Weihnachtsmann. Ich mache jetzt Mittagessen. Es gibt Pasta mit Spinat. Bei uns gibt es heute Spaghetti mit Spinat und Tomaten. Und als Topping habe ich hier Panko-Mehl, Sonnenblumenkerne und Parmesan angeröstet. Ist es lecker? Mhm. Mm. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ja, zu Tante Kat. Darf ich trotzdem keine Gerüchte tragen? Doch, darfst du. Sind wir ja eh im Auto. Mhm. Und da ist Tante Kat. Verstehst du das? Ja. Wir sind jetzt mit den Kindern spazieren. Machen einen Schlafspaziergang. Und Eliana beschwert sich, weil ihre Beine ja schon wehtun. Das tut so weh, Mama. Ja. Ich gewöhne mich nicht dran, wenn ich 100 Mal laufe. Doch, du musst öfter laufen gehen, Eliana. Nein. Schaut mal, Leute, das hier ist Lorenas Nikolausgeschenk. Das ist einmal so ein Tanz. Einmal eine Schneemann bekommen und ein Apfel. Wir haben mit dem so Nikolausessen gemacht und richtig süße Sachen. Ich bin voll im Zwiespalt, ob ich morgen Lorena in den Kindergarten bringe oder nicht, weil sie halt schon eher sehr angeschlagen ist. Also sie hat auf jeden Fall Husten und Schnupfen. Der Schnupfen hat, ist aber auch ist so ein klarer Schnupfen, ist also eigentlich noch nicht so, sag ich mal, ansteckend. Der Husten ist auch nicht so ein dauerhafter Husten, sondern so immer mal wieder. Ich glaube, halt vom Schleim. Aber an sich wirkt sie mir fit. Also
Zu Hause ist sie fit, aber anscheinend im Kindergarten ist sie malat. Sie schläft gerade übrigens im Auto. Sie ist eingeschlafen, sie schläft immer im Auto ein. Ich bin jetzt im Auto mit den Kindern und zwar gehen wir kurz zum Rossmann. Vorsichtig mit der Tür. Und müssen so ein paar Babysachen einkaufen. Also Prämilch, Brei, das übliche Babyzeug. Wir lernen noch nicht aussteigen, gell? Da kommen Autos. Und gleich gehen wir dann zu Kat und Leo. Kat und Leo haben nämlich, also veranstalten heute Nikolausessen. Und da kommt dann auch Mara vorbei. Mara? Meine Oma? Ja, Mara kommt vorbei. Und dann, ich spiel so Musik Ananas. Was? Musik Ananas. Ja, auf jeden Fall gehen wir heute zu, genau, auf jeden Fall kommt auch Mara vorbei. Juli ist heute auf dem Fußballspiel, also der ist leider nicht dabei. Fußballspiel? Ja, auf dem VfB-Spiel. Und zwar geht er ins Stadion, also geht er... Er geht ins Stadion. Ja. Also ich glaube, sein erstes Mal sogar im Stadion, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat er noch spontan ein Ticket bekommen und deswegen geht er heute dahin. Ich hab Saft und für dich, Mama. Ja, cool. Was für ein Saft. Toll, der ist leer. Wir gehen schnell rein. Im Supermarkt. Kaya ist im Auto eingeschlafen. Wir sind jetzt bei Kat und Leo. Ja, heute veranstalten Kat und Leo ein Nikolausessen. Das sind die Hosts from today. Das perfekte Dinner. Ja. Und hier wird schon fleißig gekocht. Mara bringt gerade Leo ein Rezept bei. Für die Zukunft. Also danke an alle, die mir beigepflichtet haben. Genau. Besonders auch für alle, die geschrieben haben, Kat war anstrengend in dem Video. Ich habe es mir nämlich angeguckt. Und das war wirklich anstrengend. Nee, ich kann Kat, ich bin bei Kat. Du bist bei Kat. Nee, ich kann ihren Punkt verstehen. Weißt du, sie kann ihr eigenes Rezept auch weitergeben. Und muss jetzt schwesterlich zusammenhalten. Nee, aber ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe aber auch Kats Punkt. Mara? Woher hast du deine Rezepte gelernt? Hast du deine Rezepte von deiner Mama gelernt? Ja, nein, alles allein gelernt. Guck, Leo. Alles allein. Also, guck mal, Mara hat sich alles selber vorgestellt. Du hast dir alles vorgestellt? Ja. Guck, Leo. Sie hat sich alles selber beigebracht, hat es nicht von ihrer Mom gelernt. Nix. Ja. Und Mama auch nicht. Meine Mutter muss mit 14 ausziehen, da hat sie keine Zeit zu lernen. Ja, also Kat kann das auch. Genau, für alle, die es nicht gesehen haben, im ersten Uncutmas-Vlog gab es eine Diskussion zwischen Kat und Leo. Schaut es einfach gerne mal an, also ihr müsst bis zum Ende vorspulen und dann wisst ihr, worum es geht. Also hier wird eine Shisha-Zange gekocht. Ja. Was gibt's überhaupt? Also Maultaschensuppe, Käsespätzle, Salat und Hackbällchen und Speckmantel. Genau. Kinder schlafen. Es ist immer so, dass ich Liana und Kaya dann in Kats Gästezimmer lege und später wird es eklig, weil da muss ich die zwei ins kalte Auto bringen. Und Liana ist mittlerweile so, dass ich sie halt nicht mehr trage. Also ich trage sie schon seit 2 Jahren ungefähr nicht mehr. Nee, ich höre es ja. Also wenn sie schläft. Nee, aber sie merkt schon, wenn es das Ende ist. Weil Liana liegt nämlich so richtig am Rand vom Bett. Ey, die ist so eine. Das ist die einzige Sorge, die ich habe, wenn ich Kaya und Liana in ein Bett lege. Und zwar, Liana ist eine relativ wilde Schläferin. Also sie
Ist schon so, dass man mal so ein Bein abkriegt und so. Voll, aber dafür schläft aber richtig tief. Genau, und sie schläft auch richtig tief. Und jetzt ist es so, dass Kaya an der Wand schläft und Iliana am Rand des Bettes. Und ich habe in der Mitte jetzt einfach nur so ein Kissen gelegt, aber ob das Kaya vor ihr schützen wird, weiß ich nicht. Also das ist so das Einzige. Bisher ist aber noch nichts passiert. Ich glaube, wir verabschieden uns mal. Mhm. Wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Eigentlich morgen dann. Morgen. Ja. Ciao.